Hallo, hier ist Muho am 5. Januar 2024. Was bedeutet es, den Dharma wirklich in sich aufgenommen zu haben? Und was erkennt man, wenn man den Dharma vollkommen in sich aufgenommen hat? Dogen sagt, dass wenn man den Dharma noch nicht vollkommen in Körper und Geist aufgenommen hat, dann meint man, dass man ihm bereits genügt. Man hat vielleicht ein Kensho gehabt, ein Satori, eine Erleuchtungserfahrung. Man hat den Ochsen bei den Hörnern gepackt und man hat ihn vielleicht sogar gezähmt. Und jetzt reitet man auf dem Ochsen. Mein Ochse, ich habe ihn endlich gefunden. Und Dogen fährt fort. Wenn die Lehre Körper und Geist ganz ausfüllt, dann merkst du, dass noch etwas fehlt. Wenn du wirklich verstanden hast, du bist dieser Ochse, dann verstehst du auch, dass du als der Normalbürger, der Hirte, der sich am Anfang auf die Suche gemacht hatte, du bist immer noch begrenzt, ne? Es ist exakt das Mondlicht, das dich erkennen lässt, dass du nur ein klitzekleiner Tautropfen am Gras bist und nicht der ganze Mond. Du erkennst dich als Buddha, aber gleichzeitig als Hund, als Katze, als dieser unvollkommene Mensch. Und wenn du glaubst, du wärst eine Ausnahme, du wärst etwas ganz Besonderes, du wärst erleuchteter als der Rest, dann ist vielleicht genau das Problem, auf das dich dann zum Beispiel auch die anderen Sangha-Mitglieder oder der Meister versuchen, sanft hinzuweisen, wenn sie sagen, ich habe das Gefühl, dein Ego ist sogar noch größer geworden nach deinem Kensho, nach deinem Satori. Vielleicht fehlt da ja noch was. Und genau diese Einsicht, ne, da fehlt noch was. Der Weg geht weiter. Die verloschenen Spuren führen endlos fort. Genau in dieser Einsicht drückt sich der Mond aus. Aber jetzt weiter mit dem nächsten Absatz. Stell dir vor, du fährst mit einem Boot inmitten des Meeres, fern der Berge und blickst in alle Himmelsrichtungen. Wir hatten vorher schon diese Metapher von dem Boot, das fährt, aber da war es die Küste, die zu sehen war. Und man glaubt unter Umständen, dass nicht das Boot sich bewegt, sondern die Küste. Und Dogen scheint zunächst mal zu sagen, das ist ein Irrtum. Du musst erwachen zu der Tatsache, dass es nicht die Küste ist, sondern du bewegst dich. Aber ich habe versucht, das ein bisschen auch aus einer anderen Perspektive zu beleuchten und es gibt tatsächlich andere Stellen im Shobogenso, wo Dogen genau das Gegenteil sagt. Wir glauben oft, es wäre das Boot, das sich bewegt, aber in Wirklichkeit ist es die Küste. Wir glauben, es sind die Wolken, die sich bewegt, aber in Wirklichkeit ist es der Mond, der sich bewegt. Die Wolken bewegen den Mond. Der Mond bewegt die Wolken. Sie sind miteinander verbunden. Und hier halte ich noch mal dieses Papier in die Kamera. Das ist das für mein Gefühl, diesen, wie sagt man, Mechanismus, ne? Das Gegenteil, gegenseitige sich beeinflussen von selbst und 10.000 Dinge. Sie sind nicht getrennt, aber sie sind auch nicht eins. Irren und Erwachen sind zwei Seiten einer Medaille. Oder Jahresende habe ich dieses Bild hier in die Kamera gehalten. Ne? Buddha steht mit beiden Beinen im Samsara. Er entdeckt sich wieder im Hund, in der Katze, in dir, dem Normalbürger. Und die Welt, ne? Die Welt, in der wir leben, das habe ich jetzt hier nicht eingezeichnet, ne? Aber Sonne, Mond und Sterne, wo findest du ihn? Nicht hier, sondern all das ist Teil des Samsara. Der Fächer, die Glocke. Der Buddha beamt sich nicht weg in irgendein Outer Space hier, ne? Sondern der Buddha kehrt zurück, ne? Im Samsara. Und dem schmeckt der Kaffee. Oder vielleicht schmeckt er ihm auch manchmal nicht, ne?
der Buddha muss auch mal furzen. Aber weiter. Heute in der Metapher ist keine Küste involviert. Also vielleicht denkt Dogen zurück an seine Reise über das chinesische Meer. Am Anfang konnte er noch die Küste sehen und es sah so aus, als ob es die Küste ist, die sich bewegt. Und jetzt, die Küste ist weg, in alle Richtungen blickt er, ist nur ein einziges Rund. Ein einziges Rund. Und er schreibt: Du siehst nur ein einziges Rund und keine weitere Gestalt, keine Berge, nichts zu sehen. Doch der Ozean ist weder eckig noch rund. Seine Erscheinungsmöglichkeiten sind unbegrenzt. Wie ein Palast, wie ein Edelstein. Nur in deinem Gesichtskreis erscheint er jetzt als rund. Weder eckig noch rund. Warum sollte der Ozean eckig sein? Ich glaube, das hat ein bisschen was mit der chinesischen Philosophie zu tun, wo ja Yin und Yang, und ich glaube, es war Yin, das rund ist, und Yang, das eckig ist. Aber vielleicht war es auch umgekehrt. Ne? Ich glaube, der Himmel ist eins von beiden und die Erde das andere. Also entweder der Himmel ist rund und die Erde ist eckig oder umgekehrt. Ne? Und beides macht natürlich für uns naturwissenschaftlich denkenden Menschen aus dem 21. Jahrhundert wenig Sinn. Und auch Dogen sagte bereits vor 800 Jahren, ne, denk nicht, dass der Himmel eckig ist und der Ozean rund oder umgekehrt. Ne? Das ist auch alles nur Teil der Karte, das Geschwurbel über Yin und Yang. Und was weiß ich, fünf Buddhas, über die ich mit dem Dirk geschwurbelt habe, an den Adventssonntagen. Ne? Und wer ist jetzt im Norden und im Westen und im Süden? Und wer ist im Zentrum? Wo ist der Vairochana? Ne? Es geht um dich. Es geht um dich. Und selbst dieses Dich, den wahren Mensch ohne Rang, kannst du aus verschiedenen Perspektiven sehen. Du wirst nie, was Kant das Ding an sich nannte. Ne? Satori bedeutet nicht, dass du die Objektivität selbst siehst, dass du die Welt auch durch die Augen einer Klofliege sehen kannst. Satori bedeutet nicht, dass du dieses mysteriöse Ding an sich endlich in den Griff bekommst. Auch ein Buddha sieht die Welt nur durch seine Menschenaugen. Auch wenn das manche vielleicht bestreiten würden. Ne? Also wenn ich das hier jetzt sage, ich spreche nicht für alle Buddhisten. Ich habe ja gesagt, wenn der Buddha wirklich alles erkannt hätte in dem Moment, als er den Morgenstern sah, dann hätte ihm ja das Hirn platzen müssen. Und das ist auch auf Widerspruch gestoßen. Okay, ne? Es muss nicht jeder meiner Meinung sein. Ne? Aber ich persönlich, ich frage mich dann, wenn der Buddha wirklich alles erkannt hat, und das steht ja in den Sutren, er hat die ganzen Vorleben aller leidenden Wesen erkannt und auch alle späteren Wiedergeburten. Er wusste genau, was passiert in der Zukunft und in der Vergangenheit, was passiert ist. Wie kommt es, dass der Buddha im Moment seiner Erleuchtung glaubte, es wäre Zeit für ihn ins Nirvana einzutreten und es wäre sinnlos, den Dharma zu predigen, denn es würde ihn ja sowieso keiner verstehen. Und ein paar Tage später, auf die Bitte von Brahman hin, einer hinduistischen Gottheit, macht er sich doch auf den Weg. Wie kommt es, dass der angeblich allwissende Buddha noch nicht mal wusste, was er zwei Wochen später machen würde? Nämlich predigen, ne? Also, allzu weit kann es da mit der Allwissenheit nicht gewesen sein. Aber das hat mit dem heutigen Absatz wenig zu tun. Der Ozean sieht aus wie ein Palast, wie ein Edelstein. Edelstein, das ist die Perspektive der Himmelsbewohner. Palast ist die Perspektive des Fisches. Für den Fisch ist der Ozean ein riesiger Palast. Das ist alles meine Heimstatt. Für die Menschen sieht es einfach nur rund aus. Und was der Dogen hier überspringt, was er nicht erwähnt, ist die Perspektive der hungrigen Geister. Auch diese Perspektive wird in manchen Sutren erwähnt und für die sieht es aus wie ein, wie sagt man, Eiter.
Eitertropfen, eine Eiterlache. Ne? Und für hungrige Geister ist das offenbar etwas, was sie gerne essen. Ne? Also hier, ihr seht ja auch sowas Rundes hier. Ne? Da sitzt vermutlich ein kleiner Vogel auf einem runden Objekt. Was seht ihr da? Passend zur Jahreszeit könnte Schnee sein. Ne? Ein schneebedeckter Hügel zum Beispiel. Aber ein hungriger Geist würde da wahrscheinlich auch eher einen Reisball sehen. Oder erzählt mir, was ihr da sehen könnt. Ne? Es könnte auch der Hinterkopf von Bodhidharma sein. Ne? Und da noch ein bisschen Haarwuchs, den er im Nacken hat. Ne? Möglicherweise. Ne? Vielleicht auch der Dürrkünne im Wolkentor. Und der Vogel, der scheißt dem Buddha auf den Kopf. Warum? Warum scheißt der Spatz auf den Kopf des Buddhas? Auch ein mehr oder weniger bekanntes Koan. Der Absatz geht noch weiter. Aber leider, heute sind wir wieder an der Zeitgrenze. Deshalb mache ich beim nächsten Mal weiter. Ob das morgen sein wird, am Samstag oder erst am Montag, werde ich mir noch überlegen. Ne? Aber auch fürs Wochenende werde ich mir was einfallen lassen. Ne? Spätestens nächste Woche geht's weiter. Bis dahin, vielen Dank fürs Zugucken. Ich freue mich auf eure Kommentare. Wir sehen uns wieder. Tschüss.